Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute dürfen wir wirklich den Schlüssel Davids als solches betrachten, auch in den Texten in besonderer Weise, in der Lesung des Buches Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Ahas, dem König von Judah, äh, er bitte dir vom Herrn deinem Gott ein Zeichen, sei es von unten aus der Unterwelt oder von oben aus der Höhe. Das ist die Sehnsucht Gottes. Wo ist das angekündigt, dass er all das tun will, dass eben die Jungfrau ein Sohn gebären soll und empfangen soll und bei sich aufnehmen soll, wie es heißt in der Schrift, die Frau wird den Mann umschließen. So heißt es. Schon angekündigt und eben gerade letztlich im ersten Buch. Wir müssen ein bisschen zurück und einen Sprung machen in das erste Buch, in das Buch Genesis, wo es heißt, siehe, Genesis 3.15, siehe, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Sie wird dir den Kopf zertreten und du wirst sie an der Ferse treffen. Hier ist angedeutet ein Vorevangelium, das heißt ein Protoevangelium, ein Vorevangelium, wo direkt nach dem Sündenfall von Adam und Eva Gott an wen denkt? Das ist seine Leidenschaft. Das tut er auch bei Jesaja. Er bietet dir ein Zeichen und Gott gibt das Zeichen aus sich weil er das Zeichen und diese Schönheit von dieser wunderbaren Frau in sich trägt. Und zwar Maria, die Antwort gegen die Sünde. Weil Gott wusste, dass der Mensch sündigen wird und auch der Engel fällt. Er wusste es. Aber sofort gibt er eine Antwort schon direkt, bevor die Strafe zu Adam und Eva ausspricht, und denkt an die Erlösung. So musst du es auch machen. Bevor du die Strafe an den anderen aussprichst oder vielleicht mal verurteilst oder richtest und kritisierst oder irgendwas mal, denke zuerst an die Erlösung von ihm. Denke zuerst einmal, ihm zu vergeben, dann wirst du gar nicht mehr zum Verurteilen, Richten und Kritisieren kommen. Wenn du sofort, bevor du die Strafe aussprechen willst, zuerst einmal denkst, wie kann die Erlösung für ihn kommen? so tut es gott bevor die strafe ausspricht denkt er an die erlösung für das ganze menschengeschlecht und er denkt jetzt nicht an die eva die jetzt mit adam gesündigt hat sondern er denkt an eine neue frau und das ist die frau äh, an die er denkt die diesen wunderbaren sohn gebären soll und zwar eine jungfrau gebären äh, soll diesen sohn gebären und das gibt er wieder hinein in Israel, wo Israel in einer schlimmen Lage ist und äh, der König ist auch noch abgefallen äh, von, von diesem Glauben und glaubt nicht mehr richtig. Und der Herr sagt, er bittet dir doch ein Zeichen, es sei von oben oder von unten. Wie könnte ich meinen Gott versuchen, dass er mir ein Zeichen gibt? Lieber nicht. Und Gott sagt, ich gebe euch ein Zeichen aus mir. Siehe, und jetzt denkt er wieder. Und das ist die Leidenschaft Gottes. Er denkt wieder an diese Ankündigung, die er schon dort gegeben hat, am Anfang in dem Paradies, als Adam und Eva gefallen ist und die von, vom Apfel gegessen hat. Denkt er an die Erlösung. Seht ihr, in großartiger Weise darfst du erkennen das Wesen Gottes, die Liebe. Sofort ist er bereit. Bevor die Strafe ausspricht, sofort denkt er an die Erlösung. Tu es gleich. Das ist die, das Wesen Gottes, das wir nacheifern sollen. Denke immer an die Erlösung des anderen. Denke, wie er gerettet werden kann. Denke, wie er in den Himmel kommt. Denke, wie seine Wunden geheilt werden, denke für ihn einzutreten. Denke, wie Christus am Kreuz zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denke daran, dass es gut für ihn ausgeht. Dann hast du die Gesinnung Jesu Christi. Wenn du in Groll, Wut und Zorn verhasst und nachtragst und bitter wirst und grollig wirst und alles machst und nie an die Erlösung des anderen denkst, auch wenn er dich noch so verwundet hat, und wir haben ja in Adam und Eva, Gott furchtbar verwundet. Er sieht die Auswirkungen dann in dieser ganzen Menschheit. Und das ist furchtbar, was er da sieht, was diese Sünde angerichtet hat. Und ist doch noch bereit, einen größeren Plan darüber zu gleiten. Er will wieder alles gut machen. Er will diese Sünde, die den Menschen bedrückt, den trennt von Gott, die in eine, eine, eine tiefe Situation bringt, wo er in Finsternis sitzt und in Schatten des Todes, getrennt von Gott. Wir können uns nicht mehr zu Gott erheben, wir können nicht mehr in den Himmel kommen aus eigener Kraft. Wir sind irgendwie hier unten und sind in unseren Fehlern, Schwächen, Sündhaftigkeiten verfallen, in der Schwachheit des Fleisches. Und Gott sucht uns heim und hat einen Plan, wie er uns heimsucht, indem dieser Gott, der diesen wunderbaren Liebesplan für uns hat, diesen Rettungsplan, einen Weg findet wieder zum Menschen, indem er dieses Wunderwerk Mariens macht, diese wunderbare, einzigartige Schöpfung, und dann Mensch wird in ihr, um wieder alle neu zu machen das erste stammpaar hat versagt und er denkt an das neue stammpaar an jesus und maria und in den alle eingegliedert werden und indem wir eine neue identität finden und zwar christ werden wir ziehen christus an wir ziehen nicht mehr den alten adam an und die alte eva an sondern wir ziehen den neuen Menschen an, der ist Christus. Und in, der neue Mensch ist schon in Maria vorgebildet. Weil diese menschliche Natur hat Jesus angenommen. Und beide erneuern das ganze Menschengeschlecht, indem wir durch die Sakramente und durch das Wort hineingegliedert werden in ihn. Und eine neue Schöpfung werden in ihm. Zu neuen Menschen werden. Umgestaltet in die Vollgestalt Jesu. Dann aber auch umgestaltet in Maria, weil sie nie ohne Sünde ist. Stell dir das mal vor: Kannst du dir vorstellen, einen solchen Liebesplan für dich auszudenken? Dass er das einfach tut, Gott. Und das einfach aus sich. Und ich gebe euch ein Zeichen aus mir. Siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Und du sollst, und sie wird ihm den Namen geben, Immanuel. Gott mit uns. Das heißt, in diesem Kind ist ganz sicher Gott mit uns, bei uns, unter uns. Und tut sein Heilsplan, diesen wunderbaren Liebesplan, und Erlösungsplan, Rettungsplan für den Menschen, der es nicht mehr schafft, sich zu Gott zu erheben, der nicht mehr zurückkommen kann, der nicht mehr in die Gemeinschaft Gottes richtig treten kann, wieder zu schaffen, neu zu machen. Seht ihr, das ist dann passiert, was wir im Evangelium dann hörten, als eben dieser Engel dann kommt in der Fülle der Zeit und genau das, was angekündigt wurde, schon im ersten Buch der Genesis. Und da ist Feindschaft zwischen dem, der diese Sünde in die Welt gebracht hat, der Adam und Eva verführt hat, die alte Schlange, der Luzifer, der immer nur den Menschen ermorden will und töten will und es nicht gönnt, dass wir dorthin kommen, meine Lieben, so sagt es der eigene, der heilige Augustinus, wo er weggefallen ist. Du bist unterwegs an eine Stelle, wo ein Engel weggefallen ist. Und das ist die Wohnung, die du beziehen wirst. Und da tut er alles, um dich davon abzuhalten, dass du in diese Wohnung kommst. Stell euch das mal vor. Deswegen spricht auch die ganze Heilige Schrift immer davon, bis die Folge, die Vollzahl erreicht ist. Weil da oben sind so und so viel. Ein Drittel, sagt man ja, so steht es in der, in der, in der Schrift, ist weggefallen von den Engeln hinabgestürzt mit diesem Luzifer. In die Hölle hinab. Und die Plätze sind frei. Und so lange geht die Erlösung, bis diese Plätze voll sind. Und dann kommt das jüngste Gericht. Du bist unterwegs. Deswegen heißt es auch, äh, siehe, im, im Himmel gibt es viele Wohnungen, die der Vater für euch bereitet hat. Ich bin unterwegs, euch eine Wohnung zu bereiten. Dass wir dorthin kommen, ist nur der Erlöser, der uns das geschenkt hat, indem Maria ja gesagt hat. Und wir diese Wohnungen wieder beziehen dürfen, überhaupt hinzukommen durch den Schlüssel Davids, weil er diesen Himmel aufgeschlossen hat, damit wieder alle hochkommen können und diese Wohnungen, die der Vater bereitet, beziehen dürfen. Deswegen der Kampf, diese Feindschaft, Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Sie wird den, dir den Kopf zertreten und du wirst sie an der Ferse treffen. Er ist ja groß in seinem Grimm und seinem Zorn und will alle verfolgen, die an den Geboten Gottes festhalten und am Zeugnis Jesu Christi. Er umzingelt das Lager der Heiligen, weil er eine Eifersucht hat und ein Neid dass sie sie abhalten will, die Kinder Gottes an jene Plätze zu kommen, wo er weggefallen ist, wo er nie mehr, meine Lieben, hinkommen kann. Und das wollte Gott für uns. Stell euch das mal vor. Und das ist wirklich so. Und der Fülle der Zeit ist daher gekommen zu dieser Jungfrau Maria und sie hat bereitwillig Ja gesagt. Zu der, die voll der Gnade ist und der Herr mit ihr ist, damit diese Erlösung bis unter das, unter das Kreuz stattfinden kann. Und sie ist bereitwillig jen, und so sollten wir auch bereitwillig sein, dass wir in allem bereitwillig sind, diesem Plane Gottes, der sich Stück für Stück in einer Perfektion erfüllt. Und oft einmal dann genau kommt, wenn es niemand mehr erwartet. Und glaubt mir, auch in dieser Zeit, die so dunkel ist, die eine große Drangsal ist, die eine große Notzeit ist, geht der Plan Gottes wie ein Uhrwerk in Erfüllung. Alles wird sich erfüllen, was in der Schrift geschrieben steht. Halten wir uns an dieses Wort. Es ist auch begonnen worden in der Fülle der Zeit, als diese wunderbare Mutter äh, diesem Wort des Engels geglaubt hat, merkt er schon wieder in der Umdrehung, ein gefallener Engel ist zu wem gekommen am Anfang? Zu einer Jungfrau. Und sie hat nicht geglaubt. Also sagen wir, sie hat geglaubt, der Schlange. Sie hat aber nicht Gott geglaubt seht ihr, jetzt muss gott wieder alles umdrehen und maria sühnt auch das was die erste frau getan hat indem gott einen nicht gefallenen engel schickt sondern einen engel dem sie glaubt und sie hat geglaubt diesem engel weil sie dem ganzen wort gottes geglaubt hat wo es angekündigt ist deswegen erschrickt sie nicht über den engel sondern über die anrede weil diese anrede kreire kecheritomene nur der gelten kann also das heißt übersetzt freudig gnadenvoller da erkennt sie schon das kann doch nicht sein dass, dass der engel mich so nennt dass diese anrede kann eigentlich nur der gelten die ausersehen ist diesen Messias bei sich zu tragen und sie überlegt über diese Anrede, was dieser Gruß zu bedeuten hat und sie erschrickt, weil sie nie denkt, dass sie es wäre. Aber die Anrede tut sie schon hinlenken und erschrecken lassen, dass sie, dass eigentlich diese Anrede nur der gelten kann die von Gott ausersehen ist, diese auserwählte Jungfrau zu sein. Aber von sich hätte sie es nie gedacht. Deswegen erschrickt sie schon vor der Sendung. Aber doch hilft ihr der Engel, damit sie ja sagen kann. An ihrem Ja hängt alles. An ihrem Ja beginnt ein neues, eine neue Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Deswegen musste auch eine Frau mitwirken, wie die erste Frau versagt hat, wo sie auf den gefallenen Engel gehört hat und nicht auf Gott. Seht ihr, das dürfen wir nicht sagen. Genau das ist das Problem, dass wir eben nicht diesem all dem, was die gefallenen Engel da draußen anrichten, bei den Weltmenschen und nur dieses Denken der Welt, wo sich der Böse oft dahinter äh, verbirgt, diesem Mainstream zu glauben. Nein, eben nicht. Wir müssen Gott glauben. Maria ist ein großes Vorbild für uns, dass wir an Gott glauben. Dass wir ihm glauben. Und nicht der Unterwelt glauben. Dass wir dem Wort Gottes glauben. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist das Schöne, was uns Maria lehrt, auf sein Wort zu hören. Und Gott Gehorsam zu leisten in seinem Wort und an ihn zu glauben. Und nicht einem dahergelaufenen Engel von unten zu glauben. Aber da müssen wir gut sein Wort kennen, damit wir nicht auf den Leim gehen. Und von allen möglichen verführt zu werden. Deswegen steht in der Schrift, prüfet, ob die Geister aus Gott sind. Wie können wir sie prüfen? Nur im Wort Gottes. Deswegen sagt die Mutter ja. Sagt die Jungfrau ja. Weil sie überlegt. Passt das? Stimmt das mit der Schrift? Und sie verweigert sich nicht. Sie bietet ihren Schoß da, sie bietet ihr Herz da, sie bietet ihr ganzes Wesen da, sie bietet alles da, um mitzuwirken, weil sie eigentlich im Grunde innerlich fiebert für diese Erlösung der Menschheit, weil sie in allem Menschen erkennt, oh, wie ist der Mensch gebrochen? Oh, wie braucht der Mensch, der gefallene Mensch, der in Finsternis sitzt und in Schatten des Todes, wie braucht er den Erlöser? Wie könnte ich mich verweigern? Wie könnte ich nicht meinen Mutterschoß anbieten? Wie könnte ich nicht Ja sagen, obwohl sie erschrickt vor dieser großen Aufgabe, weil sie weiß aus der Heiligen Schrift, dass sie die Mutter der Schmerzen sein wird? Von Anfang an. Weil also sie die klaren Worte des Jesaja kennt, der später sagt, er wird durchbohrt wegen unserer missetaten zerschlagen wegen unserer vergehen zu unserem heil lag die strafe auf ihm durch seine wunden sind wir geheilt meine lieben dort hat sie schon dafür ja gesagt in allem in der ganzen konsequenz weil sie die schrift kannte weil sie ganz in der schrift beheimatet war und nur eines wollte diesem Wort glauben. Seht ihr, das hat Eva nicht getan mit Adam zusammen. So dreht sie im Grunde die alte Eva um in die neue Eva und Jesus dreht den alten Adam um in den neuen Adam und so werden wir hineingegliedert, neue Menschen. Wer kann da Nein sagen? Was ist das für eine Liebesgeschichte, die uns da widerfährt in dieser wunderbaren Weihnacht? Und genau dieser Jesus wird auf den Wolken in Herrlichkeit kommen. Und wir werden ihn sehen. Und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, der alle erlöst hat. Nicht nur am Anfang gekommen ist, so, als kleines Kind im Schoße Mariens und dann in Bethlehem geboren wurde. Nein, er wird wiederkommen als der Herrscher, als der Herr aller Herren, als der König, der alle Macht hat vor allen Königen und Herren in dieser Welt, wo alle die Knie beugen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters, dass er diesen Plan für uns alle hatte in Jesus Christus. Und er gelungen ist, er ist gelungen. Wir brauchen nicht mehr in der Traurigkeit sein, wir brauchen nicht mehr in der Depression sein, wir brauchen jetzt auch nicht mehr in dieser großen Tranksaal, in einer großen Traurigkeit zu sein. Nein, nein, die Erlösung ist da. Sie ist greifbar, sie steht vor deiner Tür. Du kannst sie jeden Tag annehmen. Jeden Tag kannst du Jesus empfangen. Jed, jeden Tag kannst du dieses Geschenk, das sie empfangen hat, annehmen. Und du ein Tempel des Allerheiligsten sein, in dem Gott selbst Wohnung nimmt. Das ist alles geschehen, meine Lieben. Alles geschehen nur in diesem einen Wort, wo der ganze Himmel... Den Adam einge an angehalten hat, was wird sie sagen? Was wird sie sagen? Was wird sie sagen, die Jungfrau? Siehe, ich bin dem Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und was hat der Engel gemacht? Hinauf durch den ersten Chor. Sie hat Ja gesagt. Durch den zweiten Chor der Engel. Sie hat Ja gesagt. Durch den dritten Chor der Engel. Sie hat Ja gesagt. Und durch alle Chöre hindurch. Bis vor das Angesicht des Allerhöchsten. Sie hat Ja gesagt. Ja gesagt. Sie hat sich nicht verweigert zu dienen. Tun wir es auch. Was ist das Große, diesen Dienst? in der Nachfolge Jesu und Mariens zu tun, für das ganze Menschengeschlecht, tun wir auch diesen Dienst. Und verweigern wir unser Herz, unsere Hände, unsere Füße, unser Verstand. Verweigern wir es nicht und sagen, siehe, Herr, sieh dein Knecht, siehe deine Knechtin, siehe deinen Magd. Und lass es geschehen. Nach deinem Wort. Amen.